Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Heute gibt es die 10. Folge der Team of the Week Prediction. Und das könnte ein sehr besonderes Team der Woche geben, denn jedes Jahr ist das Team der Woche 10 in FIFA einfach ein sehr besonderes. Liegt einfach daran, dass in den letzten 2 Jahren dazu immer eine garantierte Team of the Week SBC gekommen ist. Ob es dieses Jahr auch so kommen wird, wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren. Falls ihr wissen möchtet, wie man da vielleicht sich vorbereiten kann und investieren kann, könnt ihr euch gerne das letzte Video anschauen. Und aus diesen Gründen versuchen sie immer, das bestmögliche Team der Woche rauszuholen. Sprich, wenn ein Spieler nur einen Treffer gemacht hat und sein Name heißt aber Mohamed Salah, dann könnte er es am Ende trotzdem werden und reinschaffen. Und zu Beginn der Woche dachte ich mir erstmal, wird dieses Team der Woche vielleicht gut, wird es eher ein bisschen schlechter. Aber ich kann euch beruhigen, es sind mindestens 10 Spieler drin, über die ich mich zum Beispiel bei einem Player-Pick freuen würde. Und bevor es dann losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lassen würdet für diese besondere Episode. Lasst versuchen, die 4000 zu knacken, mich würde es freuen. Und falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Und jetzt legen wir los mit den ersten Spielern, das sind die Torhüter. Und für euch noch eine kurze Anmerkung, es waren jetzt Länderspiele. Unter der Woche und am Wochenende, also beides zählt. Montagsspiele haben bis jetzt noch nie gezählt. Mal schauen, ob das jetzt auch noch so sein wird. Und Franchise-Spiele haben beim letzten Team of the Week der internationalen Spiele auch gezählt. Jetzt reden wir aber nicht mehr um den heißen Brei. Es geht los mit einem schwedischen Torhüter. Sein Name lautet Olsson, spielt bei AS Rom. Jetzt hat er aber für die Nationalmannschaft gegen die Türkei wirklich ein sensationell gutes Spiel gemacht. Sie gewinnen mit 1:0. Die 0 steht hinten, das ist sehr wichtig. Es gab jetzt keinen Torhüter, der irgendwie krasse Elfmeter oder so rausgeholt hat, was ja normalerweise so ein Kriterium wäre. Na gut, aber dann gegen die Türkei gut gehalten. Das könnte reichen. Und jetzt geht es rüber zu den Spielern, der sehr, sehr interessant wäre und sein Name lautet Alisson Becker. Der Mann hat deutsche Wurzeln, das wissen die meisten wahrscheinlich und seine Once-to-Watch-Karte könnte nun vielleicht sogar endlich geupgradet werden auf 86. Er hat nämlich mit Brasilien beim 1:0-Sieg gegen Uruguay, genauso wie Olsson hinten, 0 gespielt, kann sich denke ich sehen lassen und eben weil es das spezielle Team der Woche 10 ist, kann ich mir gut vorstellen, dass sie da hingehen und sagen, komm, Alisson, du kommst ins Team der Woche, wir brauchen dich da, damit die Leute eben zum Black Friday noch mehr Packs öffnen, damit ihr da Bescheid wisst. Aber lasst uns überraschen, das war schon so von den Torhütern. Ich habe jetzt nicht noch viele gefunden, die wirklich gut gespielt haben. Aber jetzt springen wir rüber zu den Verteidigern und da geht es schon mal sehr interessant los. Und zwar haben wir hier Spieler Nummer 1, Orban. Ihr kennt ihn alle von Leipzig. Ein richtig guter, stabiler Innenverteidiger. Ich denke, vielen wird es vielleicht schon aufgefallen sein, aber er ist ja normalerweise Deutscher auf der FIFA 19 Karte. Er spielt jetzt für Ungarn und ich bin gespannt, werden sie dann eine Informkarte geben und dann Ungarn draufpacken? Müssen wir schauen, lass uns überraschen. Er hat jedenfalls gegen Estland beim 2:0 einen Treffer gemacht. Kann sich, denke ich mal, auch sehen lassen. Könnte es ins Team der Woche schaffen. Und dann geht's rüber zu einem Spieler der deutschen Nationalmannschaft und sein Name lautet Niklas Süle. Der Typ ist eine wirklich absolute Waffe. Mich wundert es, warum er nicht für Bayern München öfter mal Stamm spielt, aber jetzt hat die deutsche Nationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Russland 3:0 gewonnen. Er hat einen Treffer gemacht, hinten die 0 gehalten. Das ist natürlich als Abwehrspieler auch ein wichtiges Kriterium. Es gibt bei Deutschland aber noch einen Spieler, der es theoretisch reinschaffen könnte. Über den würde ich mich brutal freuen, dazu komme ich später. Aber Süle ist übrigens dieses Jahr eh so ein SBC-Monster. Der steigt ab und zu mal so auf 10k, plötzlich ist er bei 8k, dann ist er mal wieder bei 3k oder so. Aber nun geht es aus der Bundesliga rüber nach Ecuador oder auch Manchester United und dort haben wir Valencia. Und für seine Nationalmannschaft hat er beim 2:0-Sieg gegen Peru einen Treffer gemacht und das eher so als Right Wingback, vielleicht rechtes Mittelfeld, da müssen wir schauen, was EA macht. Ich hoffe, die machen die Karte nicht kaputt, weil wenn er jetzt tatsächlich eine Rechtsmittelfeldkarte bekommt, dann kann man die wirklich nicht gebrauchen. Allerdings als Rechtsverteidiger wäre das schon eine ganz andere Geschichte. Wir müssen schauen, es kann sogar sein, dass EA ihm eine Torwartkarte gibt. Ich meine, bei Sancho hat es auch nicht so richtig geklappt. Wir müssen da einfach mal schauen. Jetzt geht's rüber zu einem Kroaten namens Tin Jedwaj. Und der Kollege hat gegen die Spanier was wirklich Traumhaftes gemacht. 2 Buden, dazu noch ein Last-Minute-Treffer als Linksverteidiger. Das war das erste Mal, glaube ich, dass er auch auf dieser Position für Kroatien gespielt hat. Dazu war das noch sein erstes Länderspieltor und logischerweise noch auch sein erster Doppelpack. Den werden wir, denke ich mal, zu 99% sehen. Gegen Spanien konnten sie dann gewinnen, die Kroaten. Gegen England, ja gut, hat nicht so gut geklappt, ne? Aber spielt keine Rolle. Wir gehen rüber von Kroatien rüber nach Serbien. Und dort gibt es auch einen Linksverteidiger namens Kolarov. Für seine Nationalmannschaft hat er beim 2:1-Sieg gegen Montenegro einen Treffer vorbereitet. Die Karte würde auch gar nicht mal so verkehrt aussehen. Und wir gehen rüber zu einem Engländer namens Alexander Arnold. Er ist noch so jung, aber gleichzeitig einfach so ein Biest. Mittlerweile spielt er sogar auch für die englische Nationalmannschaft. Und beim Freundschaftsspiel gegen die USA, beim 3:0-Sieg, hat er wirklich einen richtig schönen Treffer gemacht. In diesem Spiel hat Lingard so ein Traumtor gemacht. Ich denke, am Ende wird es aber trotzdem Alexander Arnold. Es geht rüber zu den Mittelfeldspielern. Hier haben wir einen Marokkaner namens Ziyech. Und dieser gute Kollege hätte es mittlerweile schon 100 Mal verdient, ins Team der Woche zu kommen. Der Mann aus Ajax spielt von Woche zu Woche einfach wirklich genial. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er nicht lange bei Ajax bleiben wird. Ich denke, viele Premier League Clubs werden noch interessiert sein. Und übrigens wird es dann zur Wintertransferphase wieder natürlich Transfervideos von mir geben. Da freue ich mich richtig drauf. Und für die Marokkaner hat er beim 2:0-Sieg gegen Kamerun 2 Treffer gemacht. Und wenn er es diesmal nicht schafft, Leute, dann muss ich komplett los. Also ich gehe mal davon aus, dass er reinkommen wird und seine 84er-Karte wäre auch gar nicht so verkehrt. Wird man wahrscheinlich dann bei der garantierten
SBC, falls sie kommen wird, öfter mal sehen. Ob man sich dann so freuen wird oder nicht, ist dann eine andere Frage, weil die Liga ist nicht so perfekt. Aber jetzt geht's rüber zu dem Spieler, über den wir uns wirklich alle freuen würden. Hat auch eine potenzielle 84er-Karte und das ist Wijnaldum von Holland. Und seine Nationalmannschaft hat gegen Frankreich den Weltmeister 2-0 gewinnen können. Am Ende macht Depay so einen richtig rotzfrechen, arroganten Lupfer rein. Per Elfmeter natürlich. Und Wijnaldum hat einfach mal so getroffen. Ich denke, er könnte es ins Team der Woche schaffen. Und vor allem eben, weil er ein richtig cooler Premier League-Spieler ist, wird die A sich, denke ich, da nicht lumpen lassen. Den werden sie reinschmeißen. Und als nächstes haben wir einen potenziellen Second Inform und das ist Fraser. Der Schotte hat gegen Albanien beim 4-0-Sieg einmal getroffen, einmal vorbereitet. Und der Mann aus der Premier League wäre schon mal gar nicht so uninteressant. Hat eine 84er Bewertung. Es gibt allerdings bei Schottland noch einen Spieler, der es möglicherweise reinschaffen würde. Aber man darf nicht vergessen, es könnten theoretisch auch zwei Schotten werden. Oder auch zwei deutsche Nationalspieler, egal was. Und wo wir gerade die deutsche Nationalmannschaft erwähnt haben, vorhin waren wir ja schon bei Niklas Süle. Jetzt gibt es da noch einen Spieler, über den würde ich mich fast am meisten freuen, wenn der es reinschaffen wird. Und das ist Serge Gnabry. Der Typ hat aktuell seine Form seines Lebens. Sie sind geistig behindert. Das muss man einfach sagen. Obwohl es bei Bayern gerade nicht so läuft, ist er wirklich einer der Spieler von Bayern München, der eine absolute Topform hat. Ist auch irgendwo so ein kleiner Lichtblick. Und als er aus der TSG gekommen ist zu FC Bayern München, dachte ich mir erstmal, ich glaube nicht, dass er unbedingt das Niveau der Bayern erreichen wird. Er hat mich vom Gegenteil überzeugen können und er ist einfach eine Maschine, Mann. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber gegen Russland hat er eben einmal getroffen und einmal das Tor vorbereitet. Wir gehen nun rüber zu einem Armenien und das ist Mkhitaryan. Seine Mannschaft hat gegen Gibraltar 6-2 gewonnen. Dabei hat er zwei Tore vorbereitet, keinen Treffer gemacht. Das Lustige dabei ist, es gibt einen Spieler, sein Name lautet Movsesyan. Er hat 4 Buden gemacht. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Er ist nämlich nicht in FIFA 19 Ultimate Team am Start. Und aus diesem Grund könnte es am Ende vielleicht Mkhitaryan werden. Es gibt aber noch ein kleines Problem, deswegen denke ich, dass es ein bisschen unwahrscheinlicher ist. Er hat nämlich die Europa League Live-Karte. Und ich denke, aus diesem Grund werden sie noch nicht ins Team of the Week reinhauen, weil es wäre dann für die Leute, die vielleicht die Europa League Karte gemacht haben, nicht so cool. Sagen wir es mal so. Aber mal schauen, vielleicht hauen sie am Ende trotzdem rein. Aber wir gehen nun rüber von Armenien rüber zum kleinen Land namens Kosovo. Und was haben die gemacht? Gegen Malta gewinnen sie einfach mal mit 5-0. Und Rajica, ein übrigens brutales Top-Talent, spielt bei Werder Bremen, hat sich dort auch wirklich gut weiterentwickelt, hat in diesem Spiel einen Treffer gemacht, 2 Tore vorbereitet, war der beste Spieler auf dem Spielfeld. Und so eine Informkarte würde ihn gut tun. Die Stats werden dann gar nicht mal so verkehrt. Und ich war ja vorhin schon mal kurz bei den Schotten. Dort hatten wir den Fraser. Jetzt haben wir aber noch den Forrest. Und in den gleichen Spiel hat er eben zweimal getroffen als rechter Mittelfeldspieler. Wir müssen einfach mal schauen. Ich denke, der Spieler aus der Premier League wäre ein bisschen interessanter. Und jetzt geht's rüber zur nächsten Sensation. Wenn der es Stein schaffen würde, was eigentlich sehr wahrscheinlich ist. Sein Name lautet Mahrez und er hat für Algerien, für seine Nationalmannschaft zweimal getroffen. Sie gewinnen mit 4-1 gegen Togo. Seine Once-to-Watch-Karte würde genauso wie Alisson um 1 nach oben gehen. Und eine 87er Mahrez-Karte wäre ziemlich nice. Ich kann euch nur sagen, sein Finesse-Schuss mit links, alter Schwede, das ist von einem anderen Stern. Und den dann in so einem Player-Pick zu bekommen oder vielleicht in einer garantierten Inform-SBC, wäre auch mal stark. Was haben bitte die Schweizer gemacht? Ich weiß es nicht. 2-0 Rückstand gegen Belgien. Schaffen sie es am Ende 5-2 gewinnen. Das war die Aufholjagd von einem Mann namens Seferovic. Dreimal hat er getroffen. Ricardo hat einmal per Elfmeter getroffen. Das zählt aber eigentlich so gut wie nie für das Team of the Week. Es gibt aber noch einen Spieler. Sein Name lautet Shaqiri. Ihr kennt ihn alle. Ich würde mich persönlich so sehr freuen über seine Informkarte. Er hat als Zehner gespielt, dabei 2 Tore aufgelegt. Und ich hoffe einfach sehr, dass die A dahin geht und sagt, komm, wir wollen beide im Team der Woche haben. Ich meine, Shaqiri wäre auch ein absoluter Packseller. Und das wäre genial. So ein Shaqiri, 84er, wäre top. Und er war übrigens nach Seferovic mit Abstand der beste Spieler auf dem Spielfeld. Und wir fangen an mit Batman. Ihr müsst verstehen, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ich habe es seit 2 Jahren versucht, es geht immer noch nicht. Aber gegen Island hat er beim 2-0-Sieg 2 Tore gemacht, kann sich sehen lassen. Das war eben das Spiel unter der Woche. Am Wochenende haben sie dann jetzt eben gegen Schweiz verloren. Und nun geht es rüber zum größten Highlight vom Team of the Week 10. Und das ist Mohamed Salah. Ich denke, die meisten von euch mögen den. Ist einfach ein wahnsinnig sympathischer Fußballer. Und dazu gehört er zurzeit zu den Besten der Welt. Und für seine Nationalmannschaft Ägypten hat er gegen Tunesien beim 3-2-Sieg das eine entscheidende Tor gemacht. Und normalerweise, ihr wisst Bescheid, würde der nie ins Team der Woche reinkommen können. Aber eben aus diesem Grund, dass es das Team der Woche 10 ist, dass es eben jedes Jahr ein sehr spezielles ist und EA versucht immer die bestmöglichen reinzuhauen, denke ich, ist es sehr, sehr realistisch, dass er es am Ende reinschaffen wird. Ich denke, keiner von uns würde sich beschweren, den im Player-Pick zu bekommen oder in so einer SBC. Da sind wir, denke ich, mal alle einer Meinung. Er ist sowieso einer meiner Lieblingsspieler in diesem FIFA. Da gibt es noch einen Spieler aus der Premier League, der hat noch eine Bewertung mehr als Salah und das ist Harry Kane. Gegen Kroatien. Ja, was hat er gemacht? Das eine Tor per Standard. Das 2-1 hat er vorbereitet, ging aber zu 99% auf seine Kappe. Lingard hat einfach nur noch abstauben müssen. Und England hat es dadurch auch geschafft, sich für die Final Four der Nation League zu qualifizieren. Und jetzt gehen wir rüber zu den Auswechselspielern. Wir fangen an mit einem Spieler aus Israel und das ist Dabur. Für seine Mannschaft 2-mal getroffen. Bardi, der Mann aus Mazedonien. Als Mittelfeldspieler einmal
einmal getroffen und schaut euch mal die Stats an. Ich finde, die sehen sehr, sehr stark aus. Dazu noch in der spanischen Liga, ist also wirklich nicht verkehrt. Dann haben wir noch den Rusnak, einmal getroffen, zweimal vorbereitet. Jetzt müssen wir schauen, ob EA denen eine slowenische Karte geben wird oder Slowakei. Bin ich mir nicht sicher. Waston hat als Innenverteidiger 2 Golazos gemacht. Wenn der es nicht ins Team der Woche schafft, Jungs, dann muss ich auch nochmal los. Ich glaube, das ist dann schon das zweite Mal in der Episode. Dann haben wir einen argentinischen Innenverteidiger namens Funes, hat einmal getroffen für die Nationalmannschaft. Dann haben wir einen der Gebrüder Ayu. Beide haben bei einem 2-0-Sieg jeweils einmal getroffen. Das ist dann so 50-50, wer es schaffen wird, aber der andere hat per Elfmeter getroffen. Als nächstes den Tschechen namens Jankto, einmal getroffen als Mittelfeldspieler und seine Werte sehen auch sehr, sehr gut aus. Und zum Schluss haben wir noch einen Rumänen namens Stanciu, ebenso einmal getroffen. Und das sind so meine Kandidaten, die es möglicherweise schaffen könnten ins Team der Woche 10. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Spieler ich vielleicht vergessen habe. Und natürlich euren Lieblings-Player-Pick, den ihr euch wünschen würdet. Und meint ihr, es wird wieder eine garantierte Team of the Week SBC kommen? Ich würde mich richtig freuen. Ich denke, die meisten von euch auch. Und falls das Ganze euch wie immer gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega freuen. Lasst versuchen, wieder die 4000 zu hitten. Und falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, könnt ihr das gerne kostenlos machen. Vielen Dank für 84.000 Abonnenten, die wir gestern erreicht haben. Fühlt euch einfach gedrückt von mir. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video. Haut's rein, euer Tabak. Ciao. We'll be right back.